Danke, Philipp. Ja, und wir freuen uns sehr, jetzt auch eine Vertreterin von der Seebrücke Berlin bei uns zu haben. Es folgt jetzt Kirsten Müller von der Heiden. Zunächst erstmal Danke und Respekt an euch NGOs. Wir von Seebrücke. Wir von Seebrücke solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten von der deutschen und europäischen Politik sofort sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotretterinnen und humanitären Helferinnen sowie eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind. Kurz weg von Abschiebung und Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Und hin zu solidarischen Städten. Aber die Realität im Jahre 2018. Kriminalisierung von humanitärer Hilfe. Und das soll Europa sein. Lesbos. Sarah und Yusra Madini. Auf der letzten Etappe ihrer Flucht aus Syrien springen als Demote nach ein paar Metern Verreckte vor der türkischen Küste ins Wasser und ziehen schwimmend das Schlauchboot mit 18 Flüchtlingen nach Lesbos. Gemeinsam erhalten sie 2016 den Bambi in der Kategorie Stille Heldin. In den Sommersemesterferien geht Sarah zurück nach Lesbos und engagiert sich erneut im Camp und Camp-Klinik. Am 21. August wird sie am Flughafen abgefangen, verhaftet und sitzt seitdem in Athen im Hochsicherheitsgefängnis. Ihre Kollegen Sean Binder und Nassos Karakitsos sitzen auf Kios im Gefängnis. Anklagen: Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Spionage. Wir haben erneut politische Häftlinge. Sizilien, wir haben es bereits gehört, die Staatsanwaltschaft im italienischen Trapani, Sicilia, hat das offizielle Ermittlungsverfahren gegen 22 Personen eröffnet. Anklagen, Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Am Dienstag, den 2. Oktober, einen Tag vor der, wie soll man das sagen, vor 5 Jahren passierte dieses Wahnsinnsunglück auf Lampedusa. Die ganze Welt schrie auf und hat vergessen. Reace. Der Bürgermeister Domenico Mimolucano von Reace galt als Symbol für Toleranz und nahm in seinem Dorf hunderte Migrantinnen auf. Er wurde für Menschlichkeit und gelungene Integration gelobt und erhielt 2017 in Dresden den Friedenspreis. Am 2. Oktober 2018 wurde Mimolucano verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Matteo Salvini kommentiert: Donnerwetter, mal sehen, was nun Saviano und all die Gutmenschen, die Italien mit Migranten füllen wollen, sagen werden. Die Antwort von Roberto Saviano ließ nicht lange auf sich warten. Mimolucano ist verhaftet. Eine erschütternde Nachricht. Aber ehrlich gesagt erstaunt sie mich nicht. Sie erstaunt mich nicht bei dem autoritären Klima, das unser Land Italien gerade erlebt. Die Anklage. Die Anklage, Beihilfe illegaler Einwanderung. Mimolucano hat sich schuldig gemacht, ja. Und zwar des zivilen Ungehorsams. Sein Ziel als Bürgermeister der Toleranz, der menschenwürdigen Aufnahme von Migrantinnen, war einzig und allein dieses, Leben zu retten und Kinder willkommen zu heißen. Dieses, ein Klima von Zusammenleben und menschenwürdiger Aufnahme zu schaffen. Dies ist die einzige Straftat, Mimos, in einem Land, das dabei ist, sich in eine Diktatur zu verwandeln. Mimmo ist Bürgermeister von Reace, Locride, Land des Drogenhandels, der Korruption, des Blutvergießens. Und wer ist das Problem? Der Bürgermeister Mimolucano. Was ist das Problem von Kalabria? Die Einwanderung. Aber glaubt ihr das wirklich?
Mimmo Lucano wird sich gegenüber diesen Anklagen zu verteidigen wissen, in jedem einzelnen Punkt. Es sind inzwischen noch die Vermittlung von Scheinehen dazugekommen. Während eines abgehörten Telefonats erklärt er, auch er wurde jahrelang abgehört, außerhalb der Gesetze zu handeln. Klar, weil er einem Gesetz zuwiderhandelt, das Familien ins Meer zurückschicken oder Jagd auf Familien machen will, die ein Leben in dem Wiederaufblühen eines Dorfes wie Reace gefunden hatten. Und nun, und was soll man jetzt tun? Widerstand leisten, sich selbst als Mensch zur Verteidigung der Demokratie einsetzen. Es folgte inzwischen eine zweite Antwort von Alessio Pascucci, Bürgermeister von Cerveteri. Ich zeige mich selbst wegen derselben Straftat an. Wenn ziviler Ungehorsam dazu dienen kann, Solidarität und menschenwürdige Aufnahme von Menschen zu leben, dann erklären wir uns alle schuldig und zu Komplizen. Gestern Abend erreichte mich noch ein Statement von Wim Wenders, der einen Film über Reace gedreht hat. Zitat Wim: Wenn wir damit beginnen, Menschen guten Willens festzunehmen und einzusperren, Visionäre und große Europäer wie Mimmo Domenico Lucano, dann können wir die ganze Idee unserer europäischen Kultur zu Grabe tragen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stehen in großen Buchstaben über unseren Kontinent geschrieben. Doch Unterdrückung, Ausgrenzung und Feindseligkeit heißen die neuen Parolen der Nationalisten in ganz Europa, die zu vergessen scheinen, welches Elend und Blutvergießen ihre Ideologie über unseren Heimatkontinent gebracht hat. Die Vergangenheit kann nicht Europas Zukunft sein. Ich habe bereits 2009 einen Film über Reace und Mimmo gedreht und bin somit vermutlich einer der Weltverbesserer, von denen Italiens Matteo Salvini spricht. Ich bin lieber mein ganzes Leben einer dieser Buonisti, dieser Gutmenschen, als auch nur eine Sekunde meines Lebens einer seiner Cattivisti, seiner Schlechtmenschen. Ein weiteres Statement von Gesine Schwan. Die Nachricht, dass der Bürgermeister von Reace, Mimmo Lucano, plötzlich unter Hausarrest gestellt worden ist, hat mich sehr empört und viele bei uns. Das ist aus meiner Sicht unerträglich, dass jemand, der sich für die Werte Europas, für die Menschenrechte, für die Bürgerrechte einsetzt, mit viel Mut, mit viel Engagement, wie er damit auch Europa und auch Italien, da er ja ein positives Bild von Italien zeichnet, hilft, dass der einfach unter Hausarrest gestellt wird, auch dass er als Bürgermeister nicht respektiert wird, gibt mir sehr zu denken. Natürlich wissen wir, dass der italienische Innenminister vor solchen Dingen nicht zurückschreckt, genauso wie er die Seenotrettung unterbindet und zu unterbinden versucht hat schon längere Zeit. Aber ich möchte doch ganz ausdrücklich und mit mir viele andere dagegen protestieren. Damit wird Europa, aber damit werden auch die einzelnen demokratischen Staaten kaputt gemacht. Also, wir hoffen, dass Mimmo Lucano ganz schnell wieder sich frei bewegen kann und seiner Arbeit nachgehen kann. Wir sollten uns noch viel lauter und viel massenhafter im zivilen Ungehorsam üben.